Sehr schön. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu hell ist. Ja. Er sieht mich doch jetzt, wenn ich da durchmarschiere, Mann. Ja, war klar. Ja, drauf geschissen, ey. Da wünschte ich mir, hätte ich wie in Teil 3 einfach die Möglichkeit, die Lampen auszuknipsen aus der Entfernung. Aber das hast du ja nicht. Natürlich werden irgendwann alle Splinter Cell-Teile gemacht. Ich bin ja nicht verrückt, ey. Ich werde auch die Serie nicht hier stiefmütterlich behandeln. Dili ist schon ein schöner Ort, wenn man nicht gerade in einem Lager oder in einem in einer Botschaft mit voll bewaffneten Leuten steckt und so. Und warte mal, wir müssen mal hier kurz mal knipsen hier. Stillfischer, wir haben was. Grimstad hier glaubt, zu Ingrid durchgekommen zu sein. Eine Wache ist in ihrer Nähe, aber sie konnte eine Taschenlampe unterschlagen. Sie ist im ersten Stock, rechtes Fenster. Was ich dir zu sagen habe, wird dich nicht erfreuen. Möglich wär's. Bilder von der Überwachungskamera zeigen einen Posten mit Nachtsichtgerät. Er überwacht den nächsten Hof. Einer der Suchscheinwerfer wurde nicht ausgeschaltet. Der sollte das Nachtsichtgerät stören. Ich soll mich in den Lichtkegel stellen? Ich sagte, du würdest es nicht mögen. Das kann ich mir vorstellen. Allerdings muss ich jetzt natürlich warten, weil der Lichtkegel ist schon längst schneller als ich gewesen. Das heißt, jetzt muss ich erstmal warten, bis der wieder rumgekommen ist, ja. Kann jetzt ein bisschen dauern. Los geht's. Ich stell mich nicht in den Lichtkegel. Ich lauf im Lichtkegel, also passt es nicht ganz. Man muss auch aufpassen. Ich hatte mal, als das Spiel neu war, hatte ich auch gedacht, Lichtkegel, aber wenn du zu schnell bist, dann wirst du ganz schnell entdeckt. Vorsichtig. Hier ist erstmal nix. Hier sind Scherben. Hier muss ich aufpassen. Scherbeli! Ich gehe auch schwer davon aus, wenn die Splinter Cell, wenn das Splinter Cell Remake irgendwann kommt, dass es sich gut verkaufen sollte, wenn es gut ist. Werden bestimmt die Nachfolge auch geremaked. Also, ich bin zwar kein Freund, dass man alles 10.000 Mal jetzt remaked, aber. Ja, der letzte Teil, der ist einfach viel zu lange her. Leider. Und war auch nicht mehr so gut. Muss man dazu sagen? Machen wir mal. Du bist zu sehr Licht im Licht. Kann man da nicht irgendwie. Nee, kann man auch nicht kaputt schießen. Was? Okay, hier hast du. Na gut, dann bleibst du hier liegen. Okay. Gehen wir mal zu Ingrid.
Ah, wartet mal, ich muss mal was kurz überprüfen. Ach so. Na. Gut, gut, gut. Ich musste mal kurz was überprüfen bei Twitch. So, Ingrid, jetzt rede mal. Sag mal hier. Ingrid? Sie müssen mein Blind Date sein. Ich hoffe, der Trick mit dem Licht hat geholfen. Hat er. Danke. Gern geschehen. Ist allerdings nicht ganz der Job, für den ich eingestellt wurde. Ich bringe Licht ins Sprachengewirr. Dann habe ich Arbeit für Sie. Sehen Sie her. Nettes PDA. Sparen Sie für das Farbmodell? Können Sie es lesen? Es handelt sich um Mambä. Nicht die Muttersprache des Verfassers, aber gar nicht schlecht. Der Text nennt Koordinaten für einen Treffpunkt. 4857 Nord, 0308 Ost, 18 Uhr. Die einzige konkrete Ortsangabe ist Saunier. Das ist kein Mambä. Hier steht, dass Sie kurz davor sind, die Zutaten für das Springfield-Exempel zu bekommen. Das war's. Gezeichnet Mortified Penguin. Mortified Penguin? Mehr weiß ich auch nicht, aber es ist ein Anfang. Und wo wir schon dabei sind, vergessen Sie, was Sie gesehen, gehört und gesagt haben. Kommen Sie zurecht, wenn ich hier verschwinde? Würden Sie bleiben, wenn ich Nein sage? Nein. Gut gemacht, Fischer. Es besteht eine nette Verbindung zwischen den Koordinaten und Saunier. Beide passen zu einem Tieftemperaturtechniklabor in Paris. Gerade bekommen wir Nachricht von Delta. Sie schicken ihre Jungs rein. Das heißt, du bist von der Leine. Frohe Weihnachten, Fischer. Erschieß so viele Extremisten, wie du willst. Ein schneller Ausgang befindet sich unten am Fuß des Turms. Cohn wartet im Dorf auf dich. Die Osprey kann nicht im Dorf landen. Cohn fürchtet, ein zu gutes Ziel abzugeben. Schieß auf alle Scheinwerfer in der Stadt. Sie werden so tief wie möglich fliegen, um dich am Ende des Piers aufzunehmen. Ja. Das nennst du ein Geburtstagsgeschenk, Lambert? Das ist für dich ein Geschenk? Ich will was Wertvolles haben und nicht sowas, dass ich eh schon fast bei jeder Mission kriege. Ne. Tch. Ne. Wo ist denn der? Hier war doch einer, oder habe ich mich hier... Das wäre jetzt ungesund, wenn ich jetzt ein bisschen näher rangehe. Kann ich mir vorstellen. So. La la la. Ja, geh schön in die Dunkelheit, da kann man dich ausnücken. So. Ich muss wieder zurück, glaube ich. Ich möchte ungern jetzt da hochklettern, wenn das Licht an ist. Hallo? Was für ein Beschiss ist denn das bitte? Oh, ich muss da oben aufpassen. Oh. Ach, jetzt darf ich! Ja, gut, ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. Ist er denn? Wo ist der Kleine? Oh verdammt, ich bin hier schön fett im Hellen. Ey, ich bin im Dunkeln, du kannst mich da... Wollte schon sagen, das wäre ja hier. Ne. Ey, kann ja nicht sein, du. Shit. Er geht jetzt... Ich gehe lieber zurück.
Licht ist kaputt. Hä? Das fällt dir jetzt erst auf, oder was? Okay, ich hab nichts gesagt. So. Tun wir dich mal hier ein bisschen verstecken, wa? Zumindest ins Dunkle nehmen. Ich glaube, hier bin ich außer Sichtweite gewesen. Dann trotzdem mal hier die Lampe ausschießen. Ich weiß momentan nicht, wie man nachlädt. Müssen wir das später nochmal anschauen. Hier ist doch gar keiner. Hier ist doch keiner. Oder doch? Ich glaube, einer müsste noch kommen, aber der dürfte doch gar nichts mitgekriegt haben. Kann man die Lampe kaputt schießen? Nee, ich glaube nicht. Ist doch jetzt nicht dein Ernst. So. Ich dachte schon. Das ist doch schön, ohne zu sterben, ohne quasi Alarm, wenn man so will. Ah, dann ist, kann man die auch noch kaputt schießen. Machen wir vorsichtshalber mal. So. Und die auch noch mal gleich. Ich mag's lieber dunkel. Oh, Mission Nummer 1. Erledigt. Der US-Botschaft in Dili gerettet. Die Delta Force war auf einem Übungsgelände der timoresischen Streitkräfte untergebracht. Mit einer Ausnahme blieben alle Geiseln unversehrt. Dennoch protestierte lautstark gegen Japans Plan, eine Informationssicherheitsabteilung aufzustellen und versprach Sanktionen auf. Reagierte auf General Kellners Ankündigung einer erhöhten US-Militärpräsenz in Osttimor mit vorsichtiger Unterstützung unter Rücksichtnahme auf die Befindlichkeiten der Nachbarn. Jetzt wird's lustig. Die Mission ist nicht ohne. Die ist nicht ohne. Es scheint schon ein bisschen heller zu sein. Mal gucken, ob sich jetzt legt mit der Dunkelheit oder ob das jetzt. Willkommen in Paris. Genug Glamour für deinen Geschmack. Absolut. Danke, Lambert. Grimm hat das Sicherheitssystem von Saunier so weit angezapft, dass sie Mortified Pinguin verfolgen konnte. Aber wir wissen weder, wer er ist, noch warum er dort ist. Ist er noch drinnen? Schwer zu sagen. Er versteht sein Handwerk. Willst du damit sagen, er ist von der CIA? Wenn ja, genießt er die beste Deckung, die ich je gesehen habe. Offenbar hat er ein Dutzend Verbindungen zu französisch-syrischen Terroristen. Das Mortified Pinguin? Das E-Mail-Pseudonym ist alles, was wir haben. Es scheint lächerlich, aber das ist wahrscheinlich unser einziger Ansatzpunkt.
Ich muss aufpassen, weil der Zug hier im Nebengleis, der tut nämlich schön Licht projizieren. Okay, der geht zurück. Jetzt muss ich warten. Hier ist nichts. Scheiße, muss der jetzt zurückgehen? Ich muss aufpassen. Scheiße! Drecks. Das ist ein Dreck. Alarmstufe 1, Sam. Du darfst nicht entdeckt werden. Fischer, du sollst ein Geist sein. Du bringst die Mission in Gefahr. War klar. Ausgerechnet, wo ich den im Visier habe, muss natürlich dir Scheiß zukommen. Warte mal, nee. Das ist mir zu blöd. Wenn man jetzt eine Weile nicht gesehen wird, dann ist es so, dass das zurückgenommen wird wieder. Mit dem Alarm. Ich muss hier ein bisschen was kaputt schießen, es geht nicht anders, sonst werde ich zu stark gesehen. Kann man die kaputt schießen? Bin mir nicht so sicher. Das Problem ist, ich kann nicht einschätzen, was man kaputt schießen kann und was nicht. Nee, das sehe ich schon. Die haben Gitter. Ich war doch gar nicht zu sehen, das sind keine Opern. Wo ist denn der jetzt? Oder die? Das sind ja zwei. Okay, da hinten ist einer. Also wenn ich den jetzt umniete, dann sieht der andere das. Da muss ich erstmal warten. Kommt der jetzt hier rein oder nicht? Was habe ich denn hier so? Granate. Stören. Was ist das? Haftkamera, Rauchgranate, Ringschuss, Elektroschocker, also Taser. Ablenkungssystem. Warte mal, Ablenkungssystem, was war denn das nochmal? War das die Kamera mit dem Gas? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja. Okay. Das sind zwei Leute. Oh, hab ich Schwein. Was ist denn da, eine Lampe? Ah, Tatsache, aber wenn ich jetzt auf die schieße... Dann hört er das wieder.
Vielleicht soll ich es riskieren. Wow, hier ist ja einer. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Boah, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ey, das ist hier direkt vor mir stand. Okay. Okay, das ist natürlich wieder nix. Ich habe mir jetzt nur auf die dämliche Lampe konzentriert. Ja. Ich muss sowieso da, wenn ich da reingehe, muss ich sowieso aufpassen. Weil, wenn man erstmal in dem Labor ist, ist das Problem, dass da sowieso so viele Typen rumhängen, da musst du, kannst du sowieso nicht so einfach so durchmarschieren. Geht sowieso nicht. So, hier ist erstmal nichts. Das ist komischerweise, man hat es jetzt Ewigkeiten mehr gespielt, das Spiel, trotzdem kann man sich gut erinnern an manche Sachen. Ich muss aufpassen. Jetzt wird's kritisch. Ja, ich muss doch weiter die Nachtsicht ein bisschen mehr benutzen. Ist immer noch zu dunkel, das Spiel. Kann ich das kaputt schießen? Ich hoffe es. Ja. Was ist denn da drin? Wow, 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 wow. Okay, da ist einer. Was ist das? Nichts. Übrigens kann man auch die Leute nicht K.O. schlagen, wenn die den Helm tragen, weil natürlich das zeigt. Weil die natürlich den Schutz, den Kopfschutz haben. Kannst du die nicht einfach nicht so kaputt hauen, die Typen. Die Frage ist, wie mache ich das jetzt? Ich vermute mal, ich muss das so machen. Was zur Hölle? Okay, jetzt hat er das gehört. Muss ich warten. Da drüben ist übrigens eine Kamera, soweit ich noch Erinnerungen habe. Und da muss man sowieso jetzt aufpassen. Ich hoffe. Hier ist nichts. Okay, jetzt hat er geschnallt. Die Lampe ist alles. Macht man deren Sicht? Natürlich, muss man natürlich wieder alles überprüfen. Na komm. Nee. Was ist das für ein Beschiss? Jetzt warte ich erstmal, wenn ich jetzt die Kamera ausschalte, dann schnallt er das. Sehr schön. Die Kamera ist schon mal futsch.
Scheiße, der Helligkeitswert geht hoch, also muss ich hier in der Mitte mehr das machen. Ich hoffe mal, der wird nicht gesehen. Hier drin? Oh, okay. Noch einer. Was zur Hölle? Nix, was zur Hölle. Das sind sogar zwei. Ei. Hier ein bisschen reinquetschen, geht's vielleicht auch. Ich hoffe mal, dass da jetzt hinter der Scheibe keiner ist. Das wäre richtig blöd. Ich weiß allerdings nicht, wann sie immer die den Alarm zurücksetzen. Das ist immer, ich glaube, unterschiedlich war das immer so. Ja, ich werde das mal für YouTube am besten. Ich werde das für YouTube mal so ein bisschen auffällen, weil das ist mir zu dunkel. Immer noch. Da ist keiner, wa? Nee. Okay, einen haben sie schon abgeknallt. Na komm. Ist hier irgendwas drin oder so? Nee. Okay, auch hier speichern wir es besser. Warum die Lampe jetzt wieder an ist, verstehe ich zwar nicht. Ich habe die eigentlich gerade kaputt geschossen. Ach nee, das ist ja der andere Raum. Ich hab nichts gesagt. Gut, du bist drin. Grimstad hier schlägt vor, zuerst auf das Sicherheitsterminal in diesem Stock zuzugreifen. Dann kann sie die Netzwerkaktivitäten des gesamten Gebäudes überwachen. Kann sie das nicht von dort aus? Nein, die wichtigen Dateien befinden sich nicht im normalen Netz. Laut Akte fürchtete der Gründer, die Regierung könne ihm seine Kundendateien klauen, wenn die Apokalypse naht. Paranoider Sicherheitswahn. Das ist unser Geschäft. Ach nee, die Trinkanimation bei dem Heilen, das war in Teil 3. Das hier ist hier zum Verbinden quasi. Oh scheiße, das ist das. Warte mal. Das ist das. Oh, das ist eine miese Stelle. Oh, gar nichts. Ah.
Hölle? Ich hab's gewusst. Die Stelle ist mies und bleibt doch mies. Endlich durften die den. Durften die mich jetzt nicht sehen. Ah, nee. Oh oh. Das ist ungesund. Hier ist nichts. Nee, hier ist definitiv nichts. Kann ich hier definitiv nicht widersprechen. Hier ist nichts. Ich geh mal lieber hier rein. Tschüss. Oder? Ich muss ganz genau gucken, wo die sich jetzt verhalten hier. Okay. Ich würde gern die anderen Sachen alle aufheben wollen. Okay, den legen wir hier hin. Und den holen wir uns jetzt, wenn er jetzt oben lang, könnte man den sich vielleicht so holen. Ich hab doch... Sag bloß, der kommt hier hoch, dann werde ich zum Horst, Alter. Und ich möchte nicht Horst genannt werden.